Schau, wie diese Flugzeuge nur knapp dem Tod entkamen. Über den dichten Wolken des Atlantiks bahnte sich ein spektakuläres Drama an. Es war ein klarer Morgen, als Flug 273 von New York nach London und Flug 587 von Madrid nach Toronto auf ihren vorgesehenen Routen flogen. Die Flugzeuge waren tausende von Metern über dem Ozean unterwegs. Ihre Passagiere ahnten nichts von der bevorstehenden Gefahr. Plötzlich schlug das Wetter um. Ein gewaltiger Sturm braute sich zusammen und zwang die Piloten beider Maschinen zu Ausweichmanövern. Die turbulenten Bedingungen führten dazu, dass die Kommunikationssysteme vorübergehend ausfielen. Im Cockpit von Flug 273 erkannte der Kapitän die drohende Gefahr. Sein Radar zeigte ein anderes Flugzeug auf Kollisionskurs. »Mayday, Mayday!« rief er ins Funkgerät, doch es kam keine Antwort. Der Sturm schien die Funksignale zu verschlucken. Gleichzeitig bemerkte die Crew von Flug 582 das gleiche Problem. Beide Kapitäne trafen blitzschnelle Entscheidungen, um ihre Maschinen auf sichere Höhen zu bringen, doch der Sturm erschwerte die Manöver. Die Passagiere spürten das heftige Rütteln der Flugzeuge. Panik breitete sich aus, als Sauerstoffmasken aus den Fächern über ihnen fielen. Im Cockpit von Flug 273 schrie der erste Offizier: »Da sind sie!« und deutete auf die blinkenden Lichter von Flug 582, die durch das tosende Gewitter sichtbar wurden. In einem unglaublichen Akt der Geschicklichkeit und des Mutes gelang es beiden Piloten, die Maschinen knapp aneinander vorbeizulenken. Die Flugzeuge schossen nur wenige Meter aneinander vorbei, so nah, dass die Passagiere durch die Fenster die Gesichter derer im anderen Flugzeug erkennen konnten. In diesen dramatischen Sekunden hielt die Welt den Atem an. Die Flugzeuge rissen sich aus dem Griff des Sturms und stiegen in sicherere Höhen. Als die Kommunikation wiederhergestellt war, meldeten beide Crews ihren beinahe tödlichen Vorfall. Die Nachricht von der beinahe Kollision verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Experten lobten die unglaublichen Flugkünste der Piloten, die mit ihren schnellen Reaktionen hunderte Leben gerettet hatten. Passagiere, die den Schock überlebt hatten, erzählten von den dramatischen Augenblicken, die sie für immer prägen würden. Dieses Ereignis wurde zu einer Erinnerung daran, wie gefährlich und gleichzeitig faszinierend die Luftfahrt sein kann. Die tapferen Piloten von Flug 273 und Flug 582 wurden als Helden gefeiert, die ihre Besatzungen und Passagiere sicher durch die schreckliche Nacht gebracht hatten. Und so blieb diese Geschichte eine eindrucksvolle Mahnung an den schmalen Grat zwischen Sicherheit und Katastrophe über den Wolken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. For President.